Am 17. September 1929, einem Dienstag, hat der Fotograf dieser Aufnahme den 37 Meter hohen Turm der Haaparkhallen erklommen, um dieses Zeitdokument zu erstellen. Das Bild zeigt einen Blick über den Cuxhavener Hafen. Im Hintergrund ist die Kugel Barke, das Wahrzeichen Cuxhavens, zu erkennen. Darunter der 23 Meter hohe Hamburger Leuchtturm, der hier seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts den Schiffen den Weg in die Elbmündung weist. Rechts neben dem Leuchtturm steht das Kaiserliche Telegrafenamt, etwa dort, wo sich heute die Gaststätte Am Pier befindet. Die schlanke Säule neben dem Telegrafenamt ist der Zeitball. Hier wurde den auf Rede liegenden Schiffen jeden Tag um 12 Uhr die für die Navigation wichtige Zeit übermittelt. Es folgt in Richtung der Alten Liebe die Marinesignalstation. Von hier aus wurden alle ein- und ausgehenden Schiffe beobachtet und alle wichtigen Vorkommnisse auf dem Wasser an die Kommandantur gemeldet. Bis heute ist der Semaphor, ein Windanzeiger, erhalten. Der Semaphor mit den beiden großen Buchstaben B und H zeigt den auslaufenden Schiffen die vorherrschende Windrichtung und Stärke auf den Inseln Borkum und Helgoland an. An diesem Tag meldet Borkum 4 Windstärken aus östlicher Richtung, Helgoland meldete 2 Windstärken aus Nordost. Der nächste Mast, der Sturmsignalmast, war ohne Aufgabe. Etwas weiter steht das Bootsleutehaus. Es war eine Unterkunft für Dienstpersonal für den Bereich der Alten Liebe. Die Bootsleute waren auch zuständig für die Verbindung zu den Schiffen auf der Elbe. Sie versetzten Lotsen, beförderten Personen und Post zu den vorbeifahrenden Schiffen oder den Redeliegern. Hierzu bedienten sie sich kleiner, offener Segelboote, sogenannte Schaluppen. Dies brachte ihnen den Titel Schaluppenleute oder kurz und auf Platt Sluppenlüt ein. Das große Gebäude in der Bildmitte links ist der Hafenbahnhof. Schiffsreisende erreichten einst den Hafen über diesen Bahnhof, vor dem hier 4 Droschken stehen. Von diesem Bahnhof aus ging es auf kurzem Weg direkt zu den Schiffen auf der längst abgebrochenen Seebäderbrücke. Am Kai unterhalb des Hafenbahnhofs liegen 2 Fischdampfer, die hier mit Kohle für die anstehende Fangreise versorgt werden. Warum der Fotograf ausgerechnet diesen Dienstag gewählt hat, um den Hafen zu fotografieren, das erklärt der Passagierdampfer quer ab der Kugel Barke. Es handelt sich um den Hapag-Dampfer New York. An Bord dieses Schiffes befindet sich Dr. Eckener, Nachfolger des 1917 verstorbenen Grafen Zeppelin. Dr. Eckener hatte zwischen dem 1. August und dem 4. September mit dem Luftschiff LZ-127 die Welt umrundet. Start und Ziel dieser Weltumrundung war das amerikanische Lakehurst. Jetzt kam Dr. Eckener mit dem Schiff nach Cuxhaven. Dies erklärt aber nicht die große Anzahl der Menschen am Ufer. Menschenansammlungen sind auch auf der Alten Liebe zu erkennen oder auf dem Dach des Telegrafenamtes oder auf den Holzstapeln vor dem Hafenbahnhof. Viel schneller als Dr. Eckener mit dem Schiff war die LZ-127 wieder in der Heimat. Das Luftschiff flog an diesem Dienstag, dem 17. September 1929, dem Hapag-Dampfer bis zum Feuerschiff Elbe 1 entgegen und begleitete ihn auf seinem Weg zum Stäubenhöft. Cuxhaven hatte geflaggt, die Schulkinder hatten frei und wer konnte, machte sich auf den Weg in den Hafen, um das Luftschiff zu sehen. Die LZ-127 wurde nach 590 unfallfreien Fahrten, bei denen 34.000 Passagiere befördert wurden und 1,7 Millionen Kilometer zurückgelegt wurden, in Friedrichshafen als Museum genutzt, bevor es im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.